Moin Leute, es gibt gerade ernstzunehmende Probleme bei der Energiewende und deswegen haben wir einen Brief an das Wirtschaftsministerium, die Grünen, die FDP und die SPD geschickt. Natürlich transparent für euch hier zu finden, auch unten in der Beschreibung. Und in diesem Brief schlagen wir einige Lösungen vor, um zum Beispiel kleine Heimspeicher so von 1 bis 5 Kilowattstunden zu motivieren, netzdienlich zu arbeiten. Denn aktuell gibt es gar keinen Anreiz, das zu tun. Und viele Speicher arbeiten momentan sogar gegen das Netz, was uns alle echt richtig viel Geld kostet. Ich habe jetzt noch jede Menge Simulationen dazu gemacht und das Ganze noch ein bisschen besser aufgedröselt und zeige euch das genau morgen. Also Abo nicht vergessen, damit ihr das nicht verpasst. Außerdem wollen wir, dass auch Kleinspeicher für Balkonkraftwerke dieselben Vereinfachungen erhalten wie die Balkonkraftwerke selbst. Denn aktuell passiert eher das Gegenteil und es wird viel, viel bürokratischer. Martin von Gewaltig Nachhaltig hat das Problem vor ein paar Tagen echt gut beschrieben. Und was krass ist, direkt danach wurde ich dann von Staatssekretär Sven Giegold aus dem BMWK zu Europe Calling eingeladen und die Botschaft war, haut raus, wir hören euch zu. Und das ist ein Online-Webinar, bei dem ich mit wichtigen Vertretern diskutieren werde, wie die Energie weitergeht und wo es Probleme gibt und da werde ich genau diese Dinge ansprechen. Und viel wichtiger ist aber, ihr könnt mit teilnehmen und auch vor allem mitdiskutieren. Und ihr wisst, ich versuche so viele eurer Wünsche wie möglich irgendwie mitzunehmen, aber am Ende müsst ihr einfach selber auch den Mund aufmachen, denn ich bin nur ein Dödel, es braucht aber relativ viele. Also meldet euch an bitte, nutzt diese Gelegenheit, die Leute hören euch zu und nehmen euch auch ernst. Also das ist wirklich eine ziemlich coole Sache, denn so eine bessere Chance werdet ihr jetzt in nächster Zeit vermutlich nicht bekommen. Das Thema ist uns mega wichtig und deswegen werden wir wahrscheinlich auch eine Petition dazu starten, aber nicht so als wütender, meckernder Pöbel mit den Heugabeln in der Hand, sondern tatsächlich mit konstruktiven und also konkreten Vorschlägen. Und zusätzlich dazu, dass wir da konstruktive Vorschläge machen, sehe ich so eine Petition auch als Möglichkeit, den Leuten in der Politik, die Bock haben, uns zuzuhören und uns ernst zu nehmen, auch einfach ein Werkzeug mit an die Hand zu geben, um Widerstände und Lobbyismus zu überwinden. Wer sind eigentlich wir? Das habe ich bisher noch gar nicht verraten. Offensichtlich ich, aber auch unsere alte Truppe, mit der ich gemeinsam die Balkonsolarpetition durchgezogen habe. Und das Geile ist, aus dieser Petition ist was ziemlich Schönes entstanden. Die Jungs und Mädels gründen nämlich gerade einen Bundesverband Stecker Solar und kämpfen so weiter für die Sache, aber jetzt etwas organisierter mit ein bisschen mehr Power. Also, okay, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.